Wie die sich fühlen, so kommt doch her, kommt doch her. Schnell gehen ist leider nicht möglich. Nein, ich wollte ihn nicht aufheben. Ey, lass ihn runter. Hallo? Ich will das da. Hallo, kann ich den auch irgendwie wieder fallen lassen? Ach, geht doch. Dankeschön. Schlitz, Schlitz. Na, natürlich. Und dann die Pistole wählen. Pistole, Pistole. Ah. Oh, Animali, Hilfe! Verrückte, alles Verrückte! Ach cool. Oh, ich rede so wenig, Mann. Ich muss mich immer so konzentrieren bei so Kampfszenen. Mann, Mann, Mann. Muss ich echt noch irgendwie gebacken bekommen, dass ich ein bisschen mehr rede. Gut. Okay, unsere Schwester ist hier. Ich bin Sicherheit. Ich werde sie aufhalten. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch. Ich muss den Truppen helfen. Ja, geht aber natürlich. Tschüss. So. Schnell, Ezio. Ja, ich kann nicht so schnell. Guck mich doch mal an. Wo ist Mutter? Ist sie wohl auf? Ich bin hier, Ezio. Oh, oh, das klingt nicht gut. Gar nicht gut. Also langsam komme ich so ein bisschen mehr mit der Steuerung klar. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Den Raum kenne ich gar nicht. Ich glaube, den gab es im zweiten Teil erst. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd! Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma! Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen die Assassinen kämpfen. Jawohl, ja. Ich brauche mal irgendwie wieder Rüstung oder einen Arzt. Ich fall doch gleich vom Pferd, oder? Ich falle vom Pferd. Ja, dumm. Und das Pferd läuft einfach weiter. Auch gut. Erfolge, Kriegsverletzung. Yeah. Die sehen ganz schön angeschlagen aus. Sehr blutig. Überall, so ein bisschen. Den Text habe ich jetzt nicht gelesen, das ist mir... Wenn sie mit ihren Fäusten kämpfen, können sie ihre Gegner entwaffnen. Halten und drücken. Während der Gegner angreift. Alles klar. Gut zu wissen. Boah, diese ganze Kombination, ey, die kann ich mir doch gar nicht merken. Bekanntheitsgrad. Ach, das ist hier für... Ja, genau. Okay, das weiß ich noch. Lucy, ich finde einfach keine Position für Ezios ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Richtig.
Oh, mal an die frische Luft, ja. Um die Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Witzbold. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Cool. Wir sind also jetzt in der Neuzeit, in dem Bereich der Vergangenheit und bei der Villa Auditore. Sehr spannend, sehr cool. Finde ich gut. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Ah, okay, wir müssen jetzt unserem Phantom-Ich folgen. Komm mit. Ich find's aber cool, dass Desmond genau das gleiche macht. Abgefahren. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja, so ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Okay. Ja, wollte ich gerade sagen, der macht das einfach mal so nach und dann ganz lustig. Ach, warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Hallo. Lass mich raten, du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Ah, geht doch. Okay, wo sind wir hier? Wir sind ein bisschen runtergekommen, ja. Was war das? Ich kann nichts sehen. Lauf, verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen. Korrekte! Los! Ah, der Hebel. Aua. Da liegt doch noch ein Skelett. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff, ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Toll, die nennen ihre Subjekte nach Zahlen. Ist ja auch cool. So, beliebige Taste drücken. Super, es klemmt. Ich pass durch. Bereit. Kann ich sie sterben lassen? Nee, schade.
Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Okay, was haben wir da oben? Ah, war ja klar. Wir müssen wieder klettern. So, dann kommen wir wahrscheinlich hier, da und da nicht. Gut. Dann, ach, hier. Ja, komm. Aber fangen wir keine Splitter ein, ja? Sonst holst du wieder rum wie sonst sowas. So. Warum liegt hier Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Aha. Pass auf die Ratten auf. Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Komm ich da hoch? Gut. Ich glaube, ich muss ja doch ein bisschen mehr Anschwung nehmen. So. Alles klar. Hier liegt schon wieder Stroh. Oh, jetzt kommt's. Zack. Soll ich da hoch? Nee, ich soll hier runter. Eieiei, da geht's aber tief runter. Was haben wir da? Nix. Oh. Desmond? Mehr Geister? Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Bleib bei mir, bitte. Okay. Da hochklettern. Ezio! Oh, wen haben wir da? Einen neuen Hebel. Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Doch, kommen wir. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Ach. Komm mit. Süßes Pärchen. Jetzt wird's lustig. Auf jeden Fall. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Okay. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wärst langsam fett. Autsch. Becker hat sogar schon den Animus verbreitert. Im Ernst? So, jetzt aber. Ja, wo hier drüben? Ne, hier nicht. Okay. Yay, yay, yay. Aua. Muss ich jetzt wieder zurück? Ach, nö. Ach, hier geht's hoch. So, und jetzt nochmal. Für doofe Leute. Ja, genau. Nein, da lang. So. Jetzt habe ich es auch geschafft. Und nochmal dasselbe wie vorhin. Bereit. Macht doch bestimmt richtig Spaß, Alter. Muss doch richtig geil sein. Mit einer Salve noch. Hi. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen. Das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Kletter, 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 kletter. So, da ist nix. Wow. Okay. Zack, zack, zack. Oh ja. Oh. Böse. Kann ich da an die Wand springen? Okay, und dann da runterklettern. Am besten. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und noch ein Stück. Nein. Na gut, dann lass ich halt fallen. So. Checkpoint erreicht. Ja. Ich mache hier bei Lucy in der Nähe mal Schluss. Also nicht mit ihr Schluss, sondern erstmal mit Aufnahme. Und wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin. Ciao.